First question, please. Alexander, firstly, can you put your finger on what happened today? Where did it go wrong? It was kind of a typical Grand Slam match for me. I started off well, and then one or two things don't go my well, and everything kind of a little bit falls apart. But yeah, I'm not very high on confidence right now when I get to the important moments. I mean, I had, what, 5-6 break points in the third set alone, in the fourth set alone. Can't take any of those. I had a love 40, I had a 15-40. You know, I'm down one break point myself, and he takes it immediately where I miss an easy volley. So, yeah, I didn't lose this match on tennis. It's just, yeah, my confidence is below zero right now. Why is that? Because I haven't won much this year. Simple. He's obviously a tough opponent. I'm not sure if you watched his match against Dominic here a couple years ago, or what you expected from him knowing his Did he win against Dominic? Yeah, he beat Dominic a few years ago. Yeah, but as I said, I mean, I could have won this match. I had enough chances, I had enough opportunities. It's not about that. Yeah, I have to win tennis matches outside Grand Slams to play well at the Grand Slams. And I haven't done it enough in the last few months, so I have to change that. You mentioned it was a typical Grand Slam match for you. Do you have a sense, is it a physical, mental thing over 5 sets? It's just what happens with me. Physically, I'm fine. I can play 10 sets, no problem. I don't really get tired. Yeah, mental, I mean, I get down on myself a lot, so, but yeah, I don't think it's neither of those, because mentally I showed that I'm quite strong in the last few years, but it's different things, I think, right now. Life is also one thing. Everything that happens outside the court affects you. In the last 2 days, I would say, were very rough for me personally. I'm not going to get into details, but I'm just saying, and I have to fix that to play well on the court. Those things in your control, though? They're not. Okay. Well, outside the slams, I was curious to see that you did not enter Washington this year, where you'd won a couple times in a row. I'm curious about why that decision was made, and if you might take a wild card there or something. And probably not. The tournament organization changed this year. It's a new main owner, and for some reason he does not like me very much, so how do you sense he doesn't like you? Well, he doesn't like me. You can figure it out yourself. I think he likes other players more. Are there any further English questions? I just say that it was nice in the day of defeat to see you waiting for your opponent to get out of the court. I mean, I think not every player is able to do that when he's particularly pissed off for what happened, and I want to say that. Thank you. Good. Are you thinking about steps to take? You mentioned there about that it's a confidence, it's a mental thing. Are you kind of actively looking to change anything? We'll see. I have a few months until US Open. I'll figure it out. I've always said that the US Open this year is the tournament that I think I can have my breakthrough in the Grand Slams. Let's be realistic, grass is not my favorite surface if you look at the past. So even though I had a very good draw here, Wimbledon is always tough for me, especially if I play someone like Vesely in the first round, who serves very well, who I thought returned extremely well today. Yeah, it's never easy. Are there any further English questions? Thank you. That concludes the English section of the press conference. We'll now take questions in German. If you'd like to listen to a translation, there are sockets for your headphones in rows 3 and 4, or you can listen on channel 34. First question in German, please. Es hörte sich gerade im Englischen an. Sie haben gesagt, Selbstvertrauen ist nicht da, Ergebniskrise. Aber als wenn da wirklich alles im Moment so ein bisschen zusammenkommt, auf dem Platz, neben dem Platz, ist es einfach so ein Knäuel, was mir nicht zu überblicken ist, oder? Ich sag mal so, es ist jetzt kein einfaches Jahr für mich, aber das passiert. Ich meine, ich werde es versuchen zu ändern. Ich meine, ich denke,
wenn man zu jedem großen Champion mal redet, werden sie auch alle solche Jahre haben. Deswegen ist es ein Prozess und ich denke, ich hoffe, dass ich aus ihm bald rauskommen werde. Haben Sie sich denn vorbereitet gefühlt auf so ein Jahr? Oder ich meine, zu jedem großen Champion gehört dazu, aber haben Sie das so kommen sehen? Oder? Nee, kommen sehen auf gar keinen Fall. Ich meine, ich habe letztes Jahr das Jahr sehr, sehr schön beendet. Sowas kann man nicht kommen sehen. So was passiert dann einfach und es ist ja, es ist natürlich traurig ein bisschen, aber ja, solche Dinge passieren. Du hast jetzt eben gesagt, dass die letzten beiden Tage sehr hart gewesen sind. Das direkt vor dem wichtigsten Turnier des Jahres. Ich meine, das ist ja schon irgendwie erstaunlich jetzt. Das ist gerade mein Leben. Das ist ja passiert. Hat aber jetzt nichts direkt mit deinem Team oder mit dem Tennis zu tun? Nein, mit dem Tennis überhaupt nicht. Auch nicht mit meinem Vater oder irgendwie sowas, nicht, dass sie jetzt denken, das hat irgendwie was damit zu tun. Das wollte ich gerade fragen, weil du sagst, in deinem Leben außerhalb des Courts geht so viel, ist so viel, was du nicht so richtig in der Hand hast. Hast du denn das Gefühl oder hast du das Gefühl, du siehst da irgendeine Lösung oder irgendwas, was sich da in den nächsten Wochen, Monaten, was du selber tun kannst, um das zu ändern? Oder hängt das von anderen Sachen ab? Es hängt viel von anderen Sachen ab. Ich sag mal so. Und ich bin sehr wütend darüber jetzt schon. Weil es ist einfach ein Mensch, der mit meinem Leben viel zu tun hatte in den letzten Jahren. Und er hat versucht halt mein Leben jetzt so schwer wie möglich zu machen. Und das extra vor solchen Turnieren wie hier. Und ich meine, warum er es macht, können Sie ihn fragen selber. Ich denke, ich würde sehr gerne hier in die Pressekonferenz kommen, aber was gerade los ist, ich meine, das ist abartig. Ich darf nichts Offizielles sagen, aber das ist einfach nur abartig. Und es tut mir weh, weil es waren Menschen, die mir sehr nah im Leben auch waren. Ich dachte, wir sind Freunde, ich dachte, wir sind eng, nicht nur im Job. Und ich meine, sowas extra, Dinge zu machen, die ich nicht verstehe, warum, weshalb und wie man das überhaupt machen kann als normaler Mensch. Es gibt wieder Neuigkeiten, können Sie sich nicht vorstellen, was er versucht zu machen. Hast du denn eine Ahnung, warum das alles so aus dem Ruder gelaufen ist, wo der Anfang von diesem Problem gewesen ist? Der Anfang war, nachdem ich die World of Finals gewonnen habe. Aber warum es jetzt so läuft extrem, das weiß ich nicht. Also ich meine jetzt nicht sportlich, ich meine... Ja, davon rede ich auch. Ja. Aber ich meine, das war ja ein Erfolg. Also wo ist die Logik drin, dass es nach dem Erfolg auf einmal alles so kompliziert wird? Weil nach dem Erfolg kommt seine Arbeit. Aha, okay. Und da kommen viele Dinge dann raus. Any further questions? Wie geht's denn jetzt weiter einfach? Das weiß ich nicht, ich habe vor 10 Minuten. Nee, das ist verloren. Klar. Also hast du jetzt ohnehin vorgehabt, nach Wimbledon länger zu pausieren? Oder? Ich habe vorgehabt, hier Matches zu gewinnen. Ja, das ist klar. Ja, aber ich werde mir ein paar Tage frei nehmen. Wird irgendwo sein, wo mich keiner finden kann. Thank you very much, ladies and gentlemen.